Das ist Karl Maywald auf dem Weg zu seiner Stammkneipe. Dort herrscht große Aufregung. Wir haben sie gebunden. Im Schöller seine Renner. Wittbräuke und Meermann haben im Wald ein totes Mädchen gefunden. Die 10-jährige Tochter des Bauunternehmers Schöller. Der Verdacht fällt auf den Italiener Angelo, einen Freund von Maywald. Seit wann hast du einen Wachposten vor der Tür stehen? Hier kommt kein Macaroni-Fresser mehr rein, Karl. Du, nix Polizei? War nicht, Angelo. Habe ich mich wieder laufen lassen. Karl Maywald arbeitet seit Jahren bei der Firma Vogas. Wegen eines Rückenleidens nicht mehr als Fahrer, sondern in der Werkstatt. Ja, ja. Herr Maywald! Hier, Maywald. Er ist zu Direktor Faber gebeten worden, um sich eine Prämie für einen Verbesserungsvorschlag abzuholen. Im Vorzimmer macht er ganz zufällig eine Entdeckung. Franz, wenn ich dir das sage, der Paul hat mir das verraten. Komm, hör auf. Der Paul ist wie in Ostfriesen. Mehr wollen wir ja gar nicht. Maywald und sein Kollege Franz setzen die Sekretärin Schindler unter Druck und erfahren, dass die Gegensprechanlage als Abhöranlage benutzt wird. Mit Wissen des Betriebsratsvorsitzenden Kollmann brechen Maywald und Franz in die Firma ein. Ich habe hier eine Akte. Da sind Gespräche aufgezeichnet. Auf der Weihnachtsfeier kommt es zum Eklat. Seit Monaten werden wir systematisch bespitzelt. Was soll ich meine Reihe? Man kann uns von überall her abhören. Und dann wurde alles auf Tonband festgehalten und von irgendjemandem im Betrieb niedergeschrieben. Zu Hause erwähnt Maywald den Vorfall mit keinem Wort. Du, übrigens, ich habe mich gestern im Behindertenkindergarten vorgestellt. Ach ja, und? Ich glaube, ich krieg die Stelle. Aber... Auch bei der Gewerkschaft ist etwas in Bewegung geraten. Das zeigt mal wieder, was in deutschen Betrieben alles möglich ist. Der für Faber neu eingesetzte Direktor Bosch versucht allerdings, Maywald unter Druck zu setzen. Es sollte gerade Ihnen nicht gleichgültig sein, ob Sie des Einbruchs und des Diebstahls bezichtigt werden. Martin Vogt, der beim Einbruch Schmiere stand, und Karin Maywald feiern Verlobung. Guck mal an, der Inzwischen werden neben der Siedlung, in der die Maywalds wohnen, Baracken für türkische Arbeiter gebaut. Eine Unterschriftensammlung gegen diesen Plan hatte keinen Erfolg. Angelo ist außer sich vor Freude, weil endlich seine Unschuld erwiesen ist. Mustafa, ein Türke, hat das Mädchen ermordet. Tumult am Werkstor. Die Betriebsleitung hat die Belegschaft ausgesperrt. Bis Herr Karl Maywald, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchs und Diebstahls von Werkseigentum läuft, das von ihm entwendete Werkseigentum an die Firma zurückgegeben hat. Maywalds Arbeitskollegen, die früher noch auf seiner Seite standen, wenden sich nun mehr und mehr gegen ihn. Niemand bemerkt währenddessen einen Mann, der im Hintergrund fotografiert. Wenig später wird die Aussperrung von der Betriebsleitung überraschend aufgehoben. So, nun sagen Sie mir mal, was soll das, Herr? Wer hat das angeordnet hier? Entschuldigen Sie, Herr Kollmann, das war ein Irrtum. Am nächsten Tag berichtet die Lokalzeitung sehr detailliert über den Skandal bei Vogas. Wer ist der Informant? Der Grünefeld, der ist vielleicht sauer. Die Gewerkschaft, die steht Kopf. Der Grünefeld sagt, dieser Zeitungsartikel, der durchkreuzt die Pläne der Gewerkschaft. Ich war es nicht. Schon am selben Abend erhält er die fristlose Entlassung mit der Begründung, die Presse über innerbetriebliche Vorgänge informiert zu haben. Ab sofort ist Ihnen das Betreten des Werksgeländes verboten. Saubande. Maywald! 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 Ich darf dich nicht aufs Gelände lassen. So? Und warum nicht? Ich habe meine Anweisung. Ach Karl, das musst du doch verstehen. Und was machst du, wenn ich trotzdem raufgehe? Ja, dann muss ich dich melden. Dann meld mich.
Mensch, Karl, dass du hier reingekommen bist, hat er dich einfach so reingelassen? Nein. Und trotzdem bist du hier? Ja. Einfach so? Einfach so. Also komm mal mit, Karl. Wohin denn? Pass mal auf, als wir von deiner Entlassung gehört haben, haben wir gleich was organisiert. Du wirst staunen, sowas hat die Vorgas noch nicht gesehen. Moment, was soll das mal, komm mal mit, komm mal mit, komm doch mal mit, du wirst ja sehen. Ja komm, du wart doch ab. Was ist denn eigentlich los, Fritz? Na, nun komm an. Kollegen. Kollegen, ihr wisst ja alle, warum ich euch habe herholen lassen. Ihr habt ja alle Maywalds fristlose Kündigung am schwarzen Brett gelesen. Schweinerei ist das. Maywald hat eine Sauerei aufgedeckt und dafür soll er gehen. Ah, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen, können wir laufen. Die Gewerkschaft wird noch heute im Eilverfahren beim Arbeitsgericht eine Klage einreichen. Aber wir können nicht so lange warten, bis da was passiert. Wir müssen selber was unternehmen. Hör doch mal auf, lass doch mal den Maywald reden, Mensch. Lass doch den Karl noch mal zahlen. Jawohl, der Karl schon mal. Ach, so viel redet schon. Also, Kollegen, es wird behauptet, ich hätte die Zeitung informiert. Ja. Hast du ja auch! Der soll es sonst gewesen sein! Ich kann nur sagen, ich war es nicht! Ich weiß auch nicht, wie es gewesen sein könnte! Und wenn Kollmann sagt, dass wir selber was unternehmen müssen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen dürfen, dann hat Kollmann recht! Aber was können wir denn selber unternehmen? Was haben wir denn für Möglichkeiten? Ja? Ja, darauf gibt es doch nur eine Antwort. Und die heißt streiken. Streiken wegen dir? Mensch, Maywald, du leidest wohl an Größenwahn. Glaubst du, wir setzen hier alle unsere Existenz aufs Spiel, bloß weil du einen starken Mann markieren willst? Das ist doch schwer, was Jawohl, Maywald hat recht, es gibt für uns überhaupt kein anderes. Es gibt für uns gar kein anderes Mittel als streiken. Und zwar so lange streiken, bis Maywald wieder eingestellt ist. Begreift das doch mal! Mensch, Kollmann, bis er wieder eingestellt ist, du kennst doch den Betrieb hier. Da können wir warten, bis wir eine Rente haben. Da können wir gleich um unsere Rente einreichen. Ja, Kollegen, hört doch mal zu! Hört doch mal zu! Ich weiß, dass das für uns ungewöhnlich ist. Aber wer ist für den Streik? Die paar Minikes, da können wir nichts machen. Ruhe! Verdammt nochmal, geht das denn in eure Holzköpfe nicht rein? Was heißt Holzköpfe? Was heute Maywald passiert ist, das kann doch morgen jedem von euch passieren. Begreift das doch mal mit eurem Spatzenhirn. Vor sowas ist doch keiner von euch sicher. Die da oben, die haben schon das richtige Rezept, nämlich einen gegen den anderen ausspielen. Und ihr seid so blöd und merkt das nicht. Wir streiken so lange, bis Maywalds Kündigung wieder aufgehoben ist. Wer ist gegen Streik? Komm, Fritz, das hat keinen Zweck. Wir werden es nie begreifen, die haben mehr Angst als Vaterlandsliebe. Was soll das ganze Theater hier? Komm, lass uns an die Arbeit gehen. Los, Kollegen, Maywald, nimmst du so richtig. Komm, wir gehen. Los, komm. Komm, Fritz, das hat keinen Zweck, lass sein. Hier bleiben, langsam. Schöne Kollegen seid ihr. Wenn es nur so wenig Bier gäbe, wie ihr Verstand habt, dann wären die meisten von euch schon verdorben. Und du, Rana! Rana, du hast doch am allerwenigsten Grund, hier rumzukakelen. Als du damals in einem Stück 2 Jahre lang krank feiern musstest, da haben wir im Betrieb hier für dich gesammelt, damit du besser über die Runden kamst. Haltet dich raus, Ruhe! Sonst hättet ihr zu Hause nicht mal die Butter auf dem Brot gehabt. Das hast du alles vergessen. Streiken ist was anderes als sammeln. Okay. Rana, lüfte doch mal dein Gehirn aus. Hier geht's doch gar nicht um Maywald. Hier geht es einzig darum, dass mit einem Einzelnen nicht gemacht werden darf, was die da oben sich vorstellen. Seid doch mal ruhig! Hört mir doch mal zu, Mensch! Das hört sich ja alles ganz schön an. Aber wenn wir jetzt streiken,
dann ist das ein wilder Streik. Ja, und wenn uns die Gewerkschaft im Stich lässt, ja, eben, was das heißt, wenn sie uns nicht unterstützt, genau. Was denn dann, Kollmann? Ja, bitte, auf jeden Fall. Ja, dann lass doch mal was doch. Die meisten von uns, die können den Streik aus der eigenen Tasche höchstens 8 Tage durchhalten. Ja, da überleg doch mal was. Also, Kollmann, unterstützt uns die Gewerkschaft oder unterstützt sie uns nicht? Ja, also was denn los? Ja, bitte, bitte. Sie wird euch unterstützen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Ja, glaubt ihr denn, wenn es anders wäre, dass ich dann hier vor euch stehen könnte, als Betriebsratsvorsitzender und für Streik reden könnte, wenn ich das nicht genau wüsste? Ihr kennt doch alle die Konsequenzen, die das für mich haben würde. Also, Kollegen, wer ist gegen Streik? Ruhe! So, die Männer vom Notdienst, die können jetzt abfahren. Aber nur die Fahrten für die Krankenhäuser. Los! Du kannst jetzt nach Hause gehen, du störst hier nur. Wieso denn? Naja, das machen wir schon allein. Gib mir mal deine Jacke, auf dem Hof wird's kalt. Du. Komm. Da kommen wir ja! Es ist die Kühn, Jungs! Morgen, Herr Kühn! Ja, der wird sich wundern. Was ist denn hier los? Was ist denn passiert? Seid ihr alle verrückt geworden? Was hast du gesagt? Nein, ich warte, bis du aus München zurück bist. Soll ich dich vom Bahnhof abholen? Nein, nein, es ist nix. Das war nur mein Vater. Ja, er ist gerade draußen. Ist was passiert? Nur sag schon, was ist denn los? Bei uns wird gestreikt. Da brauchen Sie mich nicht dazu. Noch sowieso gekündigt. Ich lass da. Das musst du nochmal sagen. Sie streiken. Und zwar so lange, bis der Betrieb meine Kündigung wieder zurückgenommen hat. Das glaube ich nicht. Das ist unglaublich. Ja, ich weiß, aber es ist so. Nur der Notdienst ist rausgefahren. Wieso denn deinetwegen streiken die? Nicht wegen mehr Geld? Ja. Mensch, das gibt's ja nicht. Das hätte ich nie gedacht. Ich muss weg, sonst komme ich zu spät. Und soll ich dich bringen? Nein, nein, bleib dir nur hier. Ich schaff das schon noch. Tschüss. Ihr wird gestreikt, Hause! Angestellte, erklärt euch solidarisch! Wir müssen zusammenhalten! Leute, hört doch mal her! Regelt doch nicht so! Wir streiken hier! Ich will euch das mal erklären! Wir streiken! Solidarisiert euch mit uns! Sag mal, spinnst du? Wir stehen hier rum und du machst das Tor einfach auf, Mann! Sauerei ist das doch! Nur so mit dir oben! Streiken Sie mit uns! Sie sind hier doch angestellt! Oder sind Sie was Besseres? Ich hab den einfach auf die Straße geschmissen, das weiß ich ja nicht, wa? Ja! Hey, pass auf, du Arsch! Aber du als Angestellter, du meinst ja, du wärst was Besseres. Und ihr könnte das nicht passieren. Geh doch rauf zu den Kollegen da oben, Mensch. Tag, Karl. Tag, Fritz. Na, kommt da rein. Na komm, geht ins Wohnzimmer durch. Danke. Na, Karl. Na und? Was gibt's Neues? Karl, die Direktion droht mit Aussperrung. Aussperrung? Ja, die alte Masche, wie gehabt. Ja und? Na du. Ich meine, was habt ihr beschlossen? Nun mal keine Panik. Du bist nach wie vor unser Betriebsrat. Deine Entlassung ist eine Rechtsfrage und unser Streik ist eine Machtfrage, hat der Grünefeld gesagt. Ja, und der muss ja wissen, nicht? Ja.
Tja, wollt ihr nicht setzen? Nein, 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 lass mal. Die müssen eher nachgeben, als sie denken. Wo wollen die so schnell qualifizierte Fahrer hernehmen? Mit Sondererlaubnis? Nein, nein, so einfach ist das nicht. Jetzt sitzen wir erstmal am längeren Hebel. Ja, bloß die Angestellten, die machen natürlich wieder mal nicht mit. Das ist ja schwer, denen sowas begreiflich zu machen. Ich meine, wenn wir alle in derselben Gewerkschaft wären, dann wäre das schon eher möglich. Das ist die alte Masche. Die denken, sie sind was Besseres, nicht? Ja. Und? Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Können wir wieder gehen. Also lass dir die Zeit nicht lang werden, Karl. Mach's gut, Karl. Das ist ja noch nie vorgekommen, dass du mich abgeholt hast. Dann kommt es eben jetzt vor. Ich hab doch Zeit. In unserem Betrieb reden sie nur über euren Streik. Ja? Was da so zusammengequatscht wird am ganzen Tag. Mein Gott, Karl, wie soll es bloß weitergehen? Es wird schon werden. Seit wir verheiratet sind, sagst du, es wird schon werden. Und was ist? Wir schuften noch genauso wie vor 20 Jahren. Vielleicht sogar mehr. Und was haben wir? Ein paar lumpige Kröten auf der Bank. Ganze 5000 Mark. Davon können wir nicht mal ein Jahr leben, wenn es drauf ankommt. Andere haben nicht mal das. Kalt, ja, Würstchen für den Streikposten. Danke, das ist ganz prima, Karl. Hättest lieber eine Pulle Schnaps mitgebracht. Du, Karl, ganz was Merkwürdiges. In der Kantine haben sie Betten aufgebaut. Betten? Ja, und sogar weiß bezogen. Was soll da? Hast du eine Ahnung? Keine Ahnung. Du, guck mal. Was soll das? Hier ist man nie vor Überraschungen sicher. Hört mal zu, Leute. Das ist nicht zu fassen. Die haben Fahrer aus dem Werk in Bremen kommen lassen. Die sollen heute Nachmittag mit unseren vollbetankten Wagen auf Tour gehen. Dass eigene Kollegen sich zu sowas hergeben? Die hätten wir gar nicht reinlassen sollen. Ne? Weißt du, wann die das erste Mal rausfahren? Ich weiß auch nichts Genaues. Ich habe sowas gehört von heute Nachmittag um 5. Naja. Leute, dann ist ja alles klar. Also, wer ein Auto hat, ich meine, wer es hier hat, fährt jetzt bei den anderen vorbei. Hm. Kennt ihr alle die Adressen? Ja, ja, ja. Sagt den anderen, sie sollen um 4 Uhr hier am Tor sein, klar? Ja, 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 alles klar. Dann los, Leute. Also, okay. Okay. Ja? Ach so ist das. Gut, mache ich. Wiederhören. Tja,
Also, das ist noch ungeklärt, ob die Männer aus Bremen Streikbrecher sind. Hannover meint, wir sollen da nicht vorpreschen. Das muss erst noch juristisch geklärt werden. Juristisch? Ja, wir sind ja auch keine allmächtige Organisation. Wir müssen uns auch an geltende Gesetze halten. Aber das soll euch jetzt erstmal nicht jucken. Ihr habt euer Streikgeld und die Gewerkschaft steht hinter euch. Ein Streik auf alle Zweigwerke ausdehnen, das ist juristisch nicht drin. Ich höre mal juristisch. Ich fände es ja auch richtig, aber der Aufwand. Bei einer Urabstimmung fallen wir womöglich auf die Schnauze. Ja, und was wird mit den Akten? Ah, die Akten. Oh, aber... Ja, Akten. Ja, die stehen noch hier zur Diskussion. Alles andere sind doch nur die Folgen. Also, das soll dich jetzt nicht kümmern, nur nichts überstürzen. Erst das eine, dann das andere. Zweimal sagen muss. Ja? Ich habe hier eine wichtige Mitteilung von der Betriebsleitung an die Mitarbeiter. Ruhe. Niemand braucht mit nachteiligen Folgen für sein Arbeitsverhältnis zu rechnen, wenn er morgen wieder zur Arbeit kommt.
gilt dann auch für Maywald. Ja, darüber steht nichts drin. Ruhe. Wer allerdings weiter streikt, der wird bei der Krankenkasse abgemeldet, dem wird der Versicherungsschutz entzogen. Moment. Jeder Arbeitswillige wird allen nur denkbaren Schutz erhalten und wenn es sein muss, auch Polizeischutz. Zum Schluss noch, wer allerdings morgen nicht zur Arbeit erscheint, der wird endgültig ausgesperrt. Guten Abend. Ist der Mantel abgenommen? Ich war das. Jetzt steckst du drin und das wollte ich nicht. Ich wollte dir helfen. Hm. Na, normal dasselbe. Was denkst denn du? Weinwand doppelt. Doppelten Kognak. Ich habe die Zeitung informiert. Das habe ich mir gedacht. Und ich habe auch den Fotografen bestellt. Das Bild in der Zeitung. Was erzählt man sich denn so auf deiner Chefetage? Die kippen doch eher um, als ihr denkt. Die waren doch gar nicht darauf gefasst, dass ihr euch alle einig seid. Und das Angebot von denen? Die Drohung? Oder sagen wir doch gleich die Erpressung? Der Bosch, der würde doch am liebsten alles gleich rückgängig machen. Aber aus Düsseldorf wird auf den ungeheurer Druck ausgeübt. Der muss, verstehst du? Sonst fliegt er. Ich sag mal, warum machst du das eigentlich alles? Wieso? Wie meinst du das? Hast doch ein Muster von Sekretären. Hast jede Menge Akten vollgeschrieben, hast dich dafür bezahlen lassen und jetzt auf einmal. Ich verstehe das nicht. Vielleicht habe ich in der letzten Zeit zu viel mitgekriegt, was sich da oben so tut. Vielleicht ist mir auch durch dich irgendwie alles klarer geworden. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu viel allein. Hier, kannst heute sowieso nicht mehr fahren. Und wenn du morgen früh weggehst, schließ die Tür hinter dir ab und schmeißt den Schlüssel in den Briefkasten. Vergiss es aber nicht. Miete 341, Heizung 40, Strom 30. Zeitungen, Benzin, Steuerversicherungen, Handballverein, SPD-Beitrag, Sterbekasse, Rundfunk, Telefon, Lotto. Mein Gott, wie sich das zusammenkleckert. Alles wird teurer über Nacht. Und dann, wenn Martin in München ist, dann kann er gefälligst anrufen, nicht immer Karin. Der hat mehr Geld als wir. Wie man sich so besaufen kann. Ich habe recht behalten.
Mit einem verdienst du heutzutage nicht mehr auszukommen. Vielleicht solltest du mal auf deine Kneipe verzichten. Maywald. Ach ja, Grünefeld. Ja? Am Freitag. Am Freitag ist die Verhandlung vom Arbeitsgericht. Gut, dann nehme ich mir am Freitag frei. Ja? Ja. Die Stimmung schlägt um, die Leute wollen nicht mehr so recht. Kein Wunder, nach fast zwei Wochen. Hast du was Bestimmtes gehört? Nein, nein, nur sowas spürt man. Der Rana hat ein bisschen gemeckert. Naja, der Rana. Mal ist er dagegen, dann ist er dafür, dann ist er wieder dagegen. Ich meine, wir sollten Druck auf unsere Gewerkschaft ausüben. Wie stellst du dir das vor? Ein kleiner Protestmarsch zum Gewerkschaftshaus. Die müssen dafür sorgen, dass die Firma die Kündigung zurücknimmt. Und zwar ohne Arbeitsgerichtsverhandlung. Verrückt. Du kannst doch nicht gegen deine eigene Gewerkschaft streiken. Du kennst doch unsere Pappenheimer. Was lange dauert, wird langweilig. Und was langweilig ist, taugt nichts. Warten wir doch bis Freitag, da ist die Verhandlung. Es ist zu fragen, welche Motive Herrn Maywald bewogen haben, an die Öffentlichkeit zu treten. Ich frage nur. Vielleicht politische? Ich bitte doch um Ruhe. Herr Dr. Bartsch. Woher oder von wem wissen Sie, dass Herr Maywald es war, der die Presse informiert hat? Nur Herr Maywald konnte diese genaue Kenntnis der Dinge und Zusammenhänge haben. Das geht aus den Presseberichten ganz klar hervor. Außerdem... Wir haben unsere Informanten. Ich bitte doch um Ruhe. Aber, Herr Dr. Bartsch, so geht es doch nicht. Wir können uns jedoch nicht auf Vermutungen stützen. Hier geht es doch einzig und allein um den Beweis. Herr Maywald? Haben Sie der Presse Informationen gegeben? Nein, Herr Vorsitzender. Ich war es nicht. Ich habe wohl über die Vorkommnisse in unserem Betrieb meine zuständige Gewerkschaft informiert. Ich habe eine Ungesetzlichkeit entdeckt, Herr Richter, in unserem Betrieb. Unsere Gespräche, ich meine die Gespräche der Betriebsangehörigen, wurden systematisch abgehört. Und diese Gespräche wurden auch noch schriftlich festgehalten und in Akten abgeheftet. Und das hat wahrscheinlich jemand, der gut Bescheid wusste. Sie wussten aber doch auch sehr gut Bescheid, oder? Ich? Ich? Ja, natürlich. Ich habe doch die Anlage selber entdeckt. Ich wollte sagen, dass dieser jemand, der wahrscheinlich gut Bescheid wusste, wahrscheinlich auch die Zeitung informiert hat. Und dann wurde ich einfach fristlos entlassen, ohne dass man mit mir auch nur ein Wort gesprochen hatte. Daraufhin sind meine Kollegen in den Streik getreten. Für meine Wiedereinstellung. Ja, so ist der Sachverhalt und nicht anders. Übrigens müsste sich hier die Firma Vogas in aller Öffentlichkeit entschuldigen. Denn das, was ich entdeckt habe, ist eine bodenlose Schweinerei. Und außerdem bin ich hier nicht der Angeklagte, sondern der Kläger. Herr Maywald! Ruhe, meine Herrschaften! Ruhe! Ruhe. Herr Maywald, das alles ist mir bekannt. Es geht hier aber nicht um den Inhalt der Zeitungsartikel, nicht um die Information als solche, sondern darum, wer diese Information nach draußen gegeben hat. Ich war's. Herr Richter, ich habe die Zeitung informiert, nicht Herr Maywald. Das kann ich beweisen und auch beschwören. Bitte. Sie heißen? Ich heiße Elvira Schindler. Ich bin erste Sekretärin bei Herrn Dr. Bosch in der Firma Vogas. Ich habe... Ja, bitte, sprechen Sie weiter. Ich habe die Gespräche abgehört auf Anweisung der Betriebsleitung
und auch aufgeschrieben. Zuerst dachte ich, man sagte mir, es handle sich um einen wissenschaftlichen Auftrag. Dann wurde ich nachdenklich und ich habe alles einem Journalisten erzählt, den ich kenne. Ruhe! Dankeschön. Angesichts der neuen Sachlage zieht sich das Gericht zur Beratung zurück. Na Karl, dann ist die Sache ja gelaufen. Franz, du kannst heute mit der Karre nicht rausfahren. Ich habe eben eine Probefahrt gemacht. Ich weiß auch nicht, warum die Kiste nicht durchzieht. Der Schindler haben sie nicht gekündigt. Die haben sie einfach ins Lohnbüro abgeschoben. Ist doch anständig, ne? Scheißkarre! Du, Franz. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir damals umsonst eingebrochen sind. Kein Mensch interessiert sich mehr für die Akten. Der Grünefeld, der hat mir damals gesagt, ich hätte ihm Munition geliefert. Ich hätte ihm endlich die Beweise geliefert. Und was ist? Du siehst doch, der Laden läuft. Was willst du denn noch? Jetzt, wo alles gelaufen ist. Was ist denn gelaufen? Und für wen? Ach, willst du mit den Akten die Firma erpressen? Für mehr Lohn, längeren Urlaub, für was denn? Glaubst du, eine Weltfirma lässt sich von uns kleinen Kackern erpressen? Du hast die Akten. Aber du siehst doch, sie sind nichts mehr wert. Verdammt nochmal, es muss doch möglich sein, den Leuten draußen klarzumachen, dass das, was hier passiert ist, auch in jedem anderen Betrieb möglich sein kann. Ja, ja. Und? Ja, und? Was und? Was denn noch? Ich weiß auch nicht, wie. Willst du dich an die Reinoldi-Kirche stellen wie ein Marktschreier? Die Gewerkschaft. Die kann es. Die muss es. Schieß los, Maywald. Ich habe eine halbe Stunde Zeit für dich. Was wird jetzt aus den Akten, Grünefeld? Ich kann sie nicht länger verstecken, das wird immer schwieriger für mich. Ach, Akten, Akten, hör doch auf mit deinen scheiß Akten. Der Fall ist abgeschlossen, du hast vor Gericht recht bekommen, was willst du noch? Was ich will? Du hast mir mal gesagt, der Fall kommt in alle Gewerkschaftszeitungen ganz groß. Du hast mir gesagt, ich hätte endlich den Beweis dafür gebracht, was die Gewerkschaft schon seit langem vermutet hat. Na, dann hör doch auf, Maywald. Was willst du denn nur wirklich? Drück dich deutlich aus. Die Firma soll sich entschuldigen. Und zwar bei jedem Einzelnen im Betrieb. Schriftlich. Und öffentlich. Ich meine, sie soll eine offizielle Entschuldigung in alle Zeitungen setzen. Sag mal, spinnst du? Entschuldigen? Ja, was hast du denn davon? Genugtuung. Das kostet die Fugas keinen Pfennig. Und dir und den anderen bringt das nicht das Geringste ein. Vielleicht kannst du nur noch in Zahlen denken. Soll ja vorkommen, wenn man so lange im Job ist wie du. Dass die Firma Fugas öffentlich zugeben muss, dass sie uns mit kriminellen Methoden überwacht und bespitzelt hat. Das bringt uns das ein. Mensch, Maywald. So ein Luxus wie Moral können wir uns in der momentanen politischen Situation nicht leisten. Moral. Versteh mich bitte richtig. Prinzipiell bin ich auf deiner Seite, aber aus taktischen Gründen muss ich dagegen sein. Ich habe manchmal den Eindruck, du weißt nicht, wer deine wirklichen Feinde sind. Und du weißt auch nicht, wer deine wirklichen Freunde sind. Das sind nämlich wir. Wir sind das. Wir!
So. Ihr. Dann sag mir doch, du, mein wirklicher Freund, was jetzt gemacht werden muss. Jetzt. Und nicht in 20 Jahren. Jetzt, Mensch! Schaff die Akten weg, egal wohin. Am besten verbrenn sie. Tu, was du willst, aber die Akten müssen aus der Welt. Es werden sich in nächster Zeit bei der Vogas Veränderungen ergeben und dann werden deine Akten nur ein Ärgernis. Ich kann jetzt noch nicht darüber sprechen. Du kannst sagen, was du willst, die Baracken passen wirklich nicht hierher. Was ist denn? Ich glaube, das ist wieder schlimmer geworden. Karl. Lass uns doch mal zusammen wegfahren. Wegfahren? Ja. Jetzt, wo alles vorbei ist. Mein Gott, was habe ich in letzter Zeit für Angst gehabt? Wo willst du denn hinfahren? Weißt du noch, für? Vor 3 Jahren? Für? Was sag mal, kannst du dich noch an diesen Vorgartenzwerg erinnern, der jeden Abend seine 20 Kurzen geschluckt hat? Der mir immer den Hof gemacht hat. Hof gemacht? Deine Hose wollte er dir. Ach, Karl. Komm. Der hat ganz schön zu tun, dir den Jungen vom Leibe zu halten. Der hat ein bisschen rumgeschäkert. Aber du hast meine Unschuld verteidigt. Karin ist ja richtig froh über ihr Examen. Aber dass sie unbedingt in einem behinderten Kindergarten arbeiten muss, ich weiß nicht. Da wird sie es nicht leicht haben. Es wird schon werden. Aber wenn sie Abitur gemacht hätte, dann hätte sie leicht das Doppelte verdienen können. Hör mal, Karl. Du kennst mich jetzt doch lange genug. Glaub mir, der Grünefeld hat recht. Wir können doch nicht dauernd in einem gespannten Verhältnis arbeiten. Wir müssen doch mal wieder die alte Ordnung herstellen. Mensch, Fritz, ich will keine Ordnung, ich will Gerechtigkeit. Du, was ist denn eigentlich los mit dir? Hast du auch schon wieder alles vergessen? Die Akten, die Sprechkästen, die mit uns umgesprungen sind? Komm, das ist alles längst gelaufen. Ja, für euch ist alles längst gelaufen. Wir haben unsere Macht demonstriert und du hast vor Gericht dein Recht bekommen. Jetzt fangt ihr alle an, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Übrigens, der Grünefeld, der hat mir was von Veränderungen erzählt. Ja, was sollen das für Veränderungen sein? Verbrenn die Akten, Karl. Dann ist Ruhe. Ob du was von Veränderungen weißt? Nein. Ich weiß nichts von Veränderungen. Die reden einfach nicht mehr mit mir. Als wenn ich eine ansteckende Krankheit hätte. Prost. Sich nicht mal ein bisschen zurecht machen. Doch, weißt du, sonntags kann man nicht immer so gut. Versäumen ja nicht. Vielleicht könnten wir ein bisschen rausfahren. Warum nicht? Scheiße. Es muss doch einen Weg geben, um in die Öffentlichkeit zu gelangen mit der Sache. Was für eine Öffentlichkeit meinst du denn? Stand doch alles in der Zeitung, jeder konnte es lesen. Ja, aber in den Gewerkschaftszeitungen, da stand nicht ein Wort. Weißt du, mir kommt so vor, als ob die Gewerkschaft vor der Firma sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange. Hast du mal an Flugblätter gedacht? Flugblätter? Du bist ja verrückt. Die kosten ein Heidengeld, das kann doch kein Mensch bezahlen.
Ich kenne da einen, der hat so eine kleine Lohndruckerei. Ich kann ihn mal fragen. Fragen kostet ja nichts. Wo sind wir hier eigentlich? Ich weiß nicht. Irgendwo. Fährst du nicht weiter? So mein Rücken. Ich trinke auf deine Gesundheit, Karl. Prost. Prost, Angelo. Die Flasche ist für dich. Habe ich mitgebracht. Für mich? Sizilien? Ja, Vino Siciliano, gut. Danke. Ja, Schmerzen in den Rücken ist schlimm. Meine große Mutter läuft schon 30 Jahre mit Gesicht zur Erde. Gibt's was Neues, Angelo? Immer dieselbe. Immer Arbeit. Man geht auch nach Hause, nach Sizilien, Mensch. Ja, Sizilien, nur Sonne. Keine Arbeit. In Deutschland mir gefällt es gut. Deutschland ist gut. Mustafa ist verrückt. Ist verrückt, Mustafa. 5 Jahre Bachelor gefahren. Bist du krank geschrieben? Für ein paar Tage. Am Karin. Ist was? Abend, Angelo. Abend. Urlaub vorbei? Ja, ist vorbei. Komm, Angelo. Das mit den Kindern ist schlimmer, als ich es mir gedacht habe. Was da auf einem Platz an Elend sitzt. Na komm. Man gewöhnt sich an alles. Ja. Natürlich. Das haben meine Kolleginnen auch gesagt. Trinken. Ist gut. Ist der Vino Siciliano. Ist gut. Trinken. Hoffe, Sorgen ist gut. Es geht nicht anders, Herr Maywald. Ich muss über Sie ein totales Fahrverbot verhängen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit, für Ihre Gesundheit und für die Sicherheit des Betriebes und der Fahrzeuge.
Haben Sie bitte Verständnis dafür? Dieses Fahrverbot gilt natürlich auch für Probefahrten außerhalb des Werksgeländes. Ja, ich verstehe. Ich wünsche keinem diese Schmerzen. Tja, dem Rücken ist nicht zu spaßen. Vielleicht sollten Sie gar nicht mehr in der Werkstatt arbeiten. Bitte? Ich meine, wenn Sie nun in Zukunft auch keine Probefahrten mehr machen können. Ich verstehe nicht, Herr Dr. Bosch, wie... Nein, nein. Sie bleiben schon in der Werkstatt. Sie sind ja in jeder Beziehung zuverlässig und gewissenhaft. Übrigens, wenn Sie schon einmal hier sind, Sie könnten bei Gelegenheit die Akten wieder zurückgeben. Ich habe keine Ahnung, von was Sie reden, Herr Dr. Bosch. Hey, Maywald, die Flugblätter kann ich Ihnen nicht drucken. Aber warum denn nicht? Es erfährt doch keiner. Ich meine, Ihr Name bleibt doch aus dem Spiel. Das wäre zu gefährlich. Schließlich drucke ich eine ganze Menge für die Gewerkschaft. Da kriege ich Ärger mit Ihrer Partei. Bei der Fogas hat sich nämlich einiges verändert. Wissen Sie auch was? Ihr Betrieb soll von der Bank für Gemeinwirtschaft aufgekauft sein. 70% des Aktienkapitals hat sie übernommen. Haben Sie begriffen? Gewerkschaftseigene Bank. Das ist doch Blödsinn. Meistens stimmen meine Informationen. Hast du dich doch übernommen mit den Kindern. Vielleicht gibt es doch Dinge, an die man sich nicht gewöhnen kann. Das ist doch nicht wegen den Kindern. Mit denen komme ich jetzt schon ganz gut zurecht. Das ist wegen Martin. Ich halte das nicht mehr aus. Heute hat er schon wieder angefangen mit den Kindern. Als er mich abgeholt hat, hat er gesagt, für sowas gibt der Staat noch Geld aus. Zwei Schlaftabletten, eine tut's doch auch. Du solltest mal mit Martin sprechen. Auf dich hört er ja. Der macht Karin noch ganz konfus. Ja, am besten ist, wir mischen uns da nicht rein. Guten Nacht.
Karin ist im Krankenhaus, du sollst aufwachen. Wach doch auf, Angelika! Du, Karin ist im Krankenhaus. Krankenhaus? Ja, komm, zieh dich an, wir müssen schnell weg ins Krankenhaus. Mein Gott, wach doch auf! Sie ist aufgewacht, Sie können einen Moment reingehen, aber nur ganz kurz. Schmerzen? Karin? Im Zuge einer Neuinvestition in verschiedene Produktionen.
Verwaltungsbereichen der Vogas AG hat die Bank für Gemeinwirtschaft Aktien der Vogas AG erworben. Die Bank für Gemeinwirtschaft ist damit Mehrheitsaktionär. Das gibt's doch gar nicht. Diese Mitteilung an alle Belegschaftsmitglieder soll vorbeugen, etwaige unwahre oder halb... Karl, hast du das schon gelesen? Bank für Gemeinwirtschaft. Mensch, die Gewerkschaft ist jetzt unser Arbeitgeber. Du musst das verstehen, Karl. Das Zeug muss ja raus. Bring die Handwerker. Und wenn mein Alter das merkt, ist hängen im Schacht. Verbrennt auf den Scheiß. Wo soll ich denn jetzt hin mit dem Zeug? Karl, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Martin hat recht, verbrenn doch den Kram. Na gut, verbrennen wir's eben. Ich weiß auch schon wo. Der Chefarzt hat uns gesagt, dass in einigen Jahren eine neue Operation möglich ist. Und dass dann vielleicht die Sehkraft wieder... Ja, ja, Papa. Ich weiß. So was sagen die Ärzte immer. Hast du schon gehört? Was, Brandstiftung? Nein, ich habe noch nichts gehört. Ich werde auf dem rechten Auge blind werden. Papa, fährst du in meinem Kindergarten vorbei? Sag einen schönen Gruß von mir. Klar. Mach ich. Ja, ist gut. Das reicht, ist gut. Komm, geh weg. Dass wir Sie am Sonntag besuchen werden. Wir haben Sie viel zu tun. Ja, ja, natürlich. Wie geht es ihr denn? Die Umständen entsprechend. Ja, dann grüßen Sie schön von uns. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Barry Wald! Karl. Ich darf dich nicht durchlassen. Wenn du kommst, Vater, such dir für deine Späße einen anderen aus. Ich habe einen Brief für dich. Eine Direktion? Ja. Sehen wir uns zu unserem Bedauern gezwungen, das Arbeitsverhältnis mit heutigem Tage fristlos zu kündigen. Sie haben mutwillig Feuer gelegt. Sie haben damit nicht nur Betriebseinrichtungen gefährdet, Sie haben auch Menschenleben in Gefahr gebracht. Hat Franz Weigel auch so einen Wisch bekommen? Weiß ich nicht. Der Weigel ist auf Tour nach Gelsenkirchen. Karl, fass mich nicht an. Was machst du denn hier? Suchst du was? Das kann ich dich genauso fragen. Ich bin hier eingestellt in der Werkstatt. Ist jemand entlassen worden? Der bin ich. Du? Und wie kommst du hier rein? Durch die Tür. Sonst die Polizei.
Tag, Frau Maywald. Ist Ihr Mann zu Hause? Ja. Kommen Sie rein. Wesentlich länger in guter Position Rasmussen und dann Manfred Knopf, auch Gouverneur mit Peter Rimmert. Jetzt an vierter Position. Tag, Maywald. Da ist langsam auf den Angriff jetzt von Astor aus der fünften. Je später der Tag, desto schlimmer die Gäste. Aber vorne immer noch Rasmussen und 100. Und was verschafft mir die Ehre? Herr Maywald, Sie müssen fahren. Fahren? Immer fahren? Ja, nach Wuppertal zu den städtischen Krankenanstalten. Sie wissen ja Bescheid, Sie sind ja die Tour schon öfter gefahren. Und der Notdienst? Ja, die liegen in Siegburg mit Motorschaden fest. Ich wäre nicht zu Ihnen gekommen, wenn wir andere Fahrer aufgetreten hätten. Ich habe sie alle abgeklappert. Aber Sie wissen ja, sonntags ist kein Mensch zu Hause. Herr König, habe nichts damit zu tun. Ich bin fristlos entlassen. Ich gehöre gar nicht mehr in den Betrieb. Doch, doch. Herr Maywald, Sie gehören schon noch zu unserem Betrieb. Ihre fristlose Kündigung ist in eine fristgerechte umgewandelt worden. Was unsere Vereinbarungen angeht, da lassen wir uns nicht zur Schulde kommen. Die ersten Teilen der Sieger bekommen 20. Herr Kühn, Sie wissen doch ganz genau, ich habe absolutes Fahrverbot. Es handelt sich um einen echten Notstand. Es geht ja nicht um unsere Firma, es geht um das Krankenhaus. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie stören? Karl, sei doch nicht so. Denk doch mal, in dem Krankenhaus würde unsere Karin liegen. Ist doch nur ein kurzes Stück. Das kannst du doch fahren. Um 7 Uhr muss der Sauerstoff abgetankt sein. Wagen 18. Schluss liegen beim Pförtner. Wiedersehen, Herr Maywald. Mach dir schnell ein paar Boote. Astor greift jetzt an die Spitze zu kommen. Aber Peter Remmert macht zu, er kommt nicht vorbei, Sie sehen es deutlich. Astor also abgeschlagen. Wer gewinnt? Rasmussen, Gouverneur, Wunderknabe. Wunderknabe kommt. Angelo, fährst du mit? Ich tue alles. Sonder kaputt gut. Was ist? Nichts, es ist nur mein Rücken. Die stellen auch die Autos da, also. Scheiße, ich habe ein Verfahren.
Angelo. 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 Komm raus. Das Ding geht hoch. Komm raus. Komm, Junge. Komm schnell, das Ding explodiert. Gehen Sie doch weg. Gehen Sie doch zurück, Mensch. Hauen Sie doch ab, Mensch. Ist Explosionsgefahr. Da fließt ja Sauerstoff drin. Zurücktreten! Geht noch weiter! Die Leute, weg! Zurück! Zurück! Ernte zurück! Bleiben Sie ganz ruhig. Ja? Geht's? Vorsicht. Angelo. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, jetzt setzen wir uns hier hin. Angelo! Komm her! Das ist gute Karte. Gute Karte. Wir bringen das schon in Ordnung. Keine Bange, Herr Maywald. Das bügeln wir schon wieder aus. Mit der Polizei kommen wir schon klar. Und kein Wort zu den anderen. Vor allem nicht zu den Versicherungsfritzen. Hauptsache, dem Tankzug ist nichts passiert und Sie leben. Alles andere ist doch unwichtig. Können Sie sich bei Angelo bedanken? Wieso? Bei wem? Mit einem Italiener. Wenn der nicht gewesen wäre. Ach, der war dabei? Ja, und was ich noch sagen wollte, Sie haben natürlich nie Fahrverbot gehabt, klar? Sie verstehen mich doch. Was soll's? Bin gekündigt, ob fristlos oder fristgerecht, was spielt das noch für eine Rolle? Darüber ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Dr. Bosch hat mir zu verstehen gegeben, dass er Ihren Fall noch mal prüfen will. Sie müssen uns natürlich auch ein bisschen entgegenkommen. Sie verstehen doch. Nein, ich verstehe nicht. Kaufen wollten Sie mich. Aber ich habe den Leuten von der Versicherung alles gesagt. Nee, Karin. Für mich ist bei Vogas am ersten endgültig der letzte. Das ist gut, Papa. Ja, komm. Ich habe mit Martin Schluss gemacht. Gut. Dann ist doch das Kapitel zu Ende. Dringend ist fertig, Karlsruhe. Antrage wieder Einführung der Toten. Ja, Karl, kommst du mit Montag? Was ist los am Montag? Lese keine Zeitungen. Also, Prozessbeginn gegen diesen verdammten Kümmeltürken, den Mustafa. Wir haben sie gefunden. Ja, ist ja mal gut. Ja, die Renate. Lach der Mastabi, wenn sie schlecht mit den Verzeugen. Karl, wie ist es? Machen wir mal Nägel mit Köpfen. Willst du bei mir anfangen oder nicht? Mein letztes Angebot. Hab keinen Zweck. Zwei Tage am Steuer, dann liege ich wieder flach. Du sollst ja gar nicht mehr fahren. Ich habe alles mit meinem Alten bequatscht. Du brauchst nur Ja sagen. Du übernimmst für mich die Fahrdienstleitung in der Brauerei, ne? Oh, und du? Ich mache die Arbeit von meinem Alten, der will nicht mehr. Der will nur noch reisen und endlich mal sein Geld ausgeben. Ist auch ganz gut so. Dann redet einem keiner ins Geschäft. Überleg es dir nicht so lange, Karl. Ich brauche einen zuverlässigen Mann. Ich weiß nicht. Schlaf mal drüber. Genau in dem Augenblick. Hör mal her, du doofer Bierkutscher. Ja, lag da, als wenn sie schläft. Hab ich gewählt!
Angelo! Lass knacken! Angelo, gib dann aus! Ich bin Fahrer bei Vogas! Was bist du? Fahrer bei Vogas! Du bist Fahrer bei Vogas geworden? Ja! Ja, gratuliere! Prima Arbeit, Gar! Kommst du mit in einen Tisch? Ja, ich komm gleich, ja. Los, Angelo, ein Hoch auf Angelo.